Hitparade. Die volkstümliche Hitparade in Radio Kärnten. Präsentiert von Arnulf Brasch und Wilfried Krierer. Servus, einen schönen guten Abend. Das ist sie wieder, die Musi-Parade von Radio Kärnten. Und der Wilfried ist auch da. Servus, Arnulf. Guten Abend. Sehr zufrieden, sehr amüsiert. Gestern war es narrisch gut. Ja, es war narrisch gut, ja. Ja, das denke ich mal, ich hoffe es. Ja, ich habe mich abgehauen. Sehr gut, sehr gut. Da waren ja die Feistritzer Stars und so weiter. Aber wir haben heute auch die Stars bei uns zu Gast, denn es geht wieder einmal noch um eine Replik zur Jahreshitparade 2014. Und da ist die Siegerin da, nämlich Melissa Naschenweng. Servus, Melissa. Grüß euch. Und viel mehr als das erfahren Sie heute in der Musi-Parade. Jetzt aber hinein in die aktuelle Wertung. Das ist der aktuelle. Ja, mir geht's richtig gut dabei. Du bist heute extra für uns angereist aus deiner Heimat, oder? Aus dem Lesertal. Genau, gestern bin ich ins Hotel Mama wieder eingezogen. Ich bin gerade von einer Tournee gekommen. Ja. Und heute dann wieder voll fit auf euch. Auf das freuen wir uns voll. Du wirst uns ja so viel zum Erzählen haben von der Tournee und. Jedenfalls freuen wir uns sehr, dass unsere Ex-Equo-Siegerin mit den Dirndl-Rockern, die Melissa Naschenweng, heute bei uns zu Gast ist. Zuerst, was der Wilfried ist, schon ziemlich lästig, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, weil er hat gesagt, heute keine Programmänderung, wir müssen das durchziehen und brauchen jetzt die Neuvorstellung. Ja. Gell? Weil du hast jetzt so gewunken. Und ich gesagt, ich weiß, ich habe nicht vergessen. Nein, ich weiche nicht ab. Gottes Willen, keinen Millimeter. Na, auch Michi schon. Bleibe, unser is Techniker ist voll dran. Gell? Michi, geht's da gut? Ja, passt, super. Auf geht's Sieger zur hatten. Neuvorstellung. Und zwar exakt gleich. 6-mal gesiegt, 2-mal zweiter Platz. Ja, Melissa Naschenweng hat es geschafft in dieser Hitparade. Tolle Geschichte. Gratulation nochmal, Melissa. Vielen lieben Dank. Ja, ich meine, es ist ja so, wenn man eine gute Unterstützung hat, dann ist das ja eigentlich kein Problem, weil deine Fans, die stehen zu dir und auf die, kommt man vor. Ja, ganz genau. Also Jahressiegerin der Musi-Parade zu sein, hat mich richtig mächtig stolz gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich all meinen lieben Fans einmal Danke sagen. Denn ohne sie wäre das nicht gegangen und möglich gewesen. Und das tut einfach so gut, wenn man Musik macht und dann also eine Fanbase hat, wo man weiß, ja, die geben richtig Gas und die pushen an und das hat dann zum Jahressieg geführt und ich freue mich natürlich total drüber. Das ist gut, das ist fein, dir auch herzliche Gratulation. Ja, ich meine, eins muss man ja sagen, leicht ist es ja nicht in dieser Musikbranche, es ist auch nicht leichter geworden, es ist ein zacher Weg, ein harter Weg, da muss man schon ziemlich viel Kraft herbringen, die hast du und diese Kraft hat dir auch was gebracht, weil in letzter Zeit ist einiges weitergegangen. Ja, in letzter Zeit ist wirklich einiges weitergegangen und ich sage immer so, ich bin bereit zu kämpfen. Ich liebe dieses Geschäft, ich liebe meinen Beruf. Und auf der Bühne zu stehen, macht mich einfach glücklich. Und wenn das rundherum passt, dann sage ich, wenn alle irgendwo an einen Strang ziehen, dann kann es natürlich passieren, dass es so wie bei mir, dass es dann zu einer Musikantenstadl-Tournee führt, dass es auf die großen Bühnen führt. Mhm. Und ja, es macht einfach ganz viel Spaß und die Kraft, die danke ich mein Lesachtal. Ja, das ist fein. Freue mich immer wieder, wenn ich heimkomme. Ja, ich hoffe, du hast genug Kraft, weil morgen, übermorgen wird es ganz schön aufgeben wahrscheinlich. Du wirst müssen Schneeschaufeln noch haben, oder? Oder ob es auch fräsen. Ja, jetzt war ich in Deutschland unterwegs, da war nirgends Schnee. Also ich freue mich jetzt sogar, wenn es dann einmal ein bisschen endlich bei uns erschneit. Ja, freuen wir uns, glaube ich, alle. Ich möchte noch auf was zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Du liebst deinen Beruf, du siehst es also durchaus als Beruf, oder? Ja, seit... Und Berufung natürlich auch. Ganz genau, also ich habe zuerst ein Studium gemacht, aber dann habe ich nebenbei schon immer, also mein Herz schlägt einfach für die Musik und ich habe gemerkt, da kann was gehen und mache dann lieber eine Sache richtig gescheit. Mhm. Habe das Studium einmal aufs Eis gelegt. Ja, ich kenne das von woher. Wilfried Krierer, warte, jetzt müssen wir den Wilfried befragen. Nein, komm, lass mich bitte. Ja, Wilfried, das haben wir nämlich auch so getan. Ja. Ach so. Ja, ja. Damals. Ja. Das war mehr als Fuhrfährten. Da war die Prost, da wird es noch in Rohbau, ja. Ja, eben. Ja, das ist so, wenn man es dann gespielt. Ich meine, mir ist es so beim ORF gegangen, auch ich habe studiert, aber irgendwie, na gut, heute tut es mir irgendwie leid, mich hätte schon fertig machen sollen. Aber gut, das macht ja nichts für dich, du hast ja noch häufig Zeit. Du hast ja noch häufig Zeit erst. Ganz genau, also schauen wir mal. Und hast dich für die Musik entschieden und das bis jetzt nicht bereut? Nein, überhaupt nicht bereut. Auch noch durchwachten Nächten und niemals. Studiozeiten, wo du noch meinst, wird gar nichts mehr gehen. Hast du nie so eine Zeit gehabt, wo du sagst, Madonna, das ist anstrengend. Bah. Das habe ich noch nie gehabt. Nein. Echt? Nein. Ja, das ist fein. Also seit April mache ich das hauptberuflich. Ich bin eigentlich fast jede Woche unterwegs. Mhm. Und mit Menschen zu arbeiten und zu sehen, wie die Musik eigentlich Menschen berühren kann, das
gibt mir so viel. Mhm. Und da kann ich durch Übernachtigen oder wie man so sagt, wenn man heimkommt und einmal vielleicht die ganze Nacht nicht geschlafen hat, ja, da, ich nehme das gerne in Kauf und werde es auch weiterhin so machen. Diese Freude spürt man und ich habe das auch immer gesagt, das Schönste, was es gibt, ist Menschen Freude zu bereiten und das kannst du auch. Ja, es scheint so. Also. Ja, nein, es ist, was heißt scheint? Es ist, es ist. Melissa Naschenweng, Jahressiegerin 2014, ist unser Gast in der Musi-Parade. Wir werden gleich weiter plaudern mit der Melissa. Jetzt aber aktuelle Platz Nummer 5. Die Weinstadl-Musi, unser aktueller Platz Nummer 4. Der Musi-Parade von Radio Kärnten. Heute bei uns zu Gast Jahressiegerin Melissa Naschenweng, die soeben vom ersten Teil der Musikantenstadl-Tournee zurückgekehrt ist. Wo wart's denn unterwegs, Melissa? Ganz genau, also wir waren jetzt quer durch Deutschland und in der Schweiz waren wir unterwegs. 10 Hallen haben wir bereits bespielt. Wow. Und ja, absolut neue Lebenserfahrung und ich glaube, das Tourneeleben, das könnte genau meins sein. Jeden Tag eine neue Stadt, jeden Tag eine neue Halle, jeden Tag neue Menschen. Ja. Quer durch die Weltgeschichte reisen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich bin so herzlich aufgenommen worden. Ich war das Stadl-Baby in der Stadl-Familie. Schön. Und irgendwie, man hat da wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Und ja, das ist ja nicht nur eine Tournee, wo man jetzt vielleicht, sage ich einmal, seine Lieder spielt, sondern es ist eine ganze Show. Es ist ein singendes Theaterstück dabei. Mhm. Ich bin total integriert worden. Es gibt eine Liveband, die spielen da hinten. Wolfgang Lindner, Nein, Oti Bauer. Ach so, Oti Bauer spielt. Ja, und dann sind noch so das Berliner Showballett dabei. Und da fühlt man sich so richtig mächtig, stark auf der Bühne, wenn da rundherum so viel passiert. Ja. Und die Live-Musik, gell, das kann schon was, oder? Das kann einfach was. Ich weiß gut, ich war 1997 auf Tournee mit Stefanie Hertl, Stefan Ross und mehreren anderen. Die haben 49 Konzerte gespielt. Ja, das war relativ hart. Also von Mitte Oktober bis Weihnachten 49 Konzerte. Dazwischen habe ich noch eine Sendung für die ARD gemacht und. Aber man, es ist ein ganz eigenes Flair. Man lebt aber völlig anders, gell? Der Rhythmus verändert sich total. Komplett. Ja. Also ich habe jetzt schon einmal ein bisschen gebraucht, bis ich mich wieder an das normale Leben gewöhnt habe da. Ja. Aber man gewöhnt sich so schnell daran. Ja. Und man braucht einfach nicht mehr Schlaf. Man kommt jetzt da mit 3-4 Stunden. Glaubt man zumindest. Ja. Zumindest in den 14 Tagen habe ich nicht mehr gebraucht. Ja. Und wann geht es denn eigentlich weiter, Melissa? Am 1. März geht es wieder weiter. Mhm. Bis 9. März, da spielen wir zum Schluss noch in Belgien. Schön. Und ja, ich freue mich schon wieder total drauf, wenn es losgeht. Das ist einfach eine richtig, richtig coole Sache für mich. Das ist die Stadl-Tournee. Da hast du schon einmal die erste Tourneeerfahrung gemacht. Was ist sonst noch für heuer geplant? Ja, es ist extrem viel für heuer geplant. Ich bin auch mit Andreas Cavalier unterwegs. Mhm. Ich bin Hauptprogramm in Kitzbühel beim Musikfestival. Jösses. Und es sind so viele Sachen. Und natürlich freue ich mich dann ganz besonders auf die Musi-Paradenkreuzfahrt, wo wir dann gemeinsam werden einen richtigen Spaß haben und ich hoffe natürlich. Schön langsam kreppel Angst, weil du gesagt hast, 3-4 Stunden Schlaf, das reicht auch, hörst du, das halt ich nicht mehr aus. Also ich werde euch Musikanten dann auch verlassen und sagen, na, das wird eine Riesengeschichte. 11. bis 18. Oktober, wir haben heute ja noch einen Gast, mit dem wir noch reden werden, gell? Nämlich mit dem, der das alles verursacht hat, mit dem Sepp Schröder von ACR Reisen, der unser Veranstalter ist. Das wird sicher ein Höhepunkt des Jahres werden. Gibt es wieder was Neues am Sektor Lieder, Produktion? Ja, natürlich. Also wir arbeiten schon ganz fleißig an der neuen CD. Mhm. Ich schreibe jetzt einige Texte selber und es wird nicht lang dauern. Dann kommt die neue Single und im Sommer dann voraussichtlich das neue Album. Fein. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Wir sind sehr gespannt. Melissa, du warst nicht vergessen, wenigstens zwei, drei Lieder drauf haben mit Harmonika und ein paar volkstümlichen Klängen. Wie viel? Weil sonst sind wir aufgeschmissen bei der Musi-Parade, gell? Das ist richtig. Weil sonst können wir nicht einmal unsere Vorjahresserien vorstellen. Ja. Was wir aber tun wir werden. Was wir aber tun werden. Das reden wir uns nachher auf der Kreuzfahrt aus. Ja, Melissa, alles, alles Gute. Du bist ja noch bei uns. Jetzt hören wir uns einmal deinen Siegertitel an. Und zwar ist das der Siegertitel der Musi-Parade 2014. Die Sehnsucht schrieb ein Liebeslied. Sie hat es bereits erwähnt vom 11. bis 18. Oktober. Diesen Jahres, nämlich 2015, sind wir erstmals mit der Musi-Parade auf hoher See. Sepp Schröder, er war schon bei uns zu Gast, ist auch heute natürlich da, weil er auch Melissa Naschenweng managt, kann man sagen, oder? Coacht und managt.
Ja, das ist das Allerwichtigste. Er hat viel Erfahrung in all diesen Jahrzehnten mit Musik gesammelt, ist selbst begeisterter Musiker oder manchmal sogar Musikant, wenn es später ist. Sepp, wir haben uns einiges vorgenommen für unsere Kreuzfahrt. Ja, ich freue mich schon drauf, dass wir heuer das Radio Kärnten Kreuzfahrtschiff in See stechen lassen. Und es freut mich besonders, dass ich mit dir, Arnulf, das machen darf. Und ich glaube, wir werden eine riesen Gaudi haben. Ein bisschen back to the roots. Wir haben also nicht die großen Schlagerpartien mit, so wie früher immer. Mhm. Sondern wir gehen da ein bisschen zurück und wir machen nicht so wirklich Volksmusik dort am Schiff. Und das freut mich besonders. Das heißt also, Tanzschuhe nicht vergessen. Wir haben ja eigentlich diese große Zeit der Kreuzfahrten so in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gemeinsam begonnen. Muss ich sagen, bin ich sehr stolz drauf. Gemeinsam mit dem Sepp haben wir das fast aus der Taufe gehoben. Bade null Erfahrung gehabt. Aber mittlerweile ist der Sepp natürlich der Oberexperte und du hast eine tolle Route ausgesucht. Ja, die Route ist natürlich also wirklich... Wir starten in Venedig. Genau, wir fahren einmal von Venedig weg. Das heißt, die Anreise ist nicht unbedingt weit und das funktioniert. Gut. Dann geht es weiter nach Bari. Wir fahren dann ins schöne Griechenland, nach Katakolon, Santorin, Trauminsel, dann nach Athen, bisschen Kultur, dann wieder zurück nach Korfu. Korfu natürlich ein Highlight dieser Reise und dann etwas Neues. Und zwar wir gehen nach Montenegro, also nach Kotor. Ist sicher noch nicht so bekannt, aber ist eine der wirklich der schönsten Strände, die gibt es dort in Kotor und auch natürlich halt kulturell gewisse Sachen anzuschauen. Und dann geht es wieder zurück nach Venedig. Das Ganze vom 11. bis 18. Oktober mit viel Musik. Es werden mit dabei sein die Alpenoberkreiner. Dann haben wir mit natürlich die Melissa Naschenweng und das Valaya-See-Echo. Melissa, du bist unter Aufsicht. Ich nehme Papa mal mit, ja. Ja, finde ich aber echt voll gut. Also das wird sicher Spaß, oder? Das wird sicher Spaß. Ich weiß, dass ihr euch wirklich gut versteht. Ich habe ihn sehr oft dabei und da ist Gaudi vorprogrammiert. Ja, absolut. Dann haben wir auch noch ganz ein absolutes Highlight, nämlich das Rotweintrio. All jene, die bei der Musi gern bei den Wanderwochen mit dabei sind, die wissen, dass das Rotweintrio immer montags in der Wanderwoche mitwandert, mitspielt. Viel Witz dazu, das Allergrößte war eben in Capella Franz, den Chef vom Rotweintrio, getroffen und gesagt, ja, und dann die Alpenoberkreiner nehmen die Anlage mit, ihr braucht gar keine Mikrofone. Und sagt, wie Mikrofone? Wir spielen nicht mit Mikrofone, überhaupt nicht. Und ich sage, was habt ihr? Nein, braucht man nicht. Und er hat gesagt, wir gehen mal lieber zu den Leuten und spielen dort. Aber ist ja auch lässig, oder Melissa? Ist ja mal was anderes. Also ich kann mir das vorstellen, dass du mit dem Rotweintrio eins anstimmst auf der Harmonika. Ich weiß noch nicht, ob die mit deinem Tempo mitkommen. Da habe ich ein bisschen Sorge. Nein, wirklich, eine schöne Geschichte. ACR-Reisen in Klagenfurt macht's möglich. Es gibt auch natürlich im Internet, bei der Musi-Parade und in Radio Kärnten alle Informationen. Wir sind mit dabei und eins werden wir machen, haben wir heute gerade mit dem Sepp besprochen. Die Musi-Parade senden wir einmal live vom Hoher See. Was wären da? Ja, genau, das werden wir machen. Das ist nämlich mal da langes Kabel legen, oder? Ja. So. Wahrscheinlich, wir haben ja das schon einmal praktiziert, ja, vor Jahren. Über Satelliten. Mit einem riesen Satellitenschirm. Da haben sie uns verhaftet. Na, ja. Fast. Das ist richtig, ja. Aber diesmal geht es ein bisschen leichter. Die Technik hat sich geändert. Wir werden es schaffen. Jedenfalls danke für immer, Sepp, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Danke sehr. Und auch der Melissa ein herzliches Dankeschön. Vielen lieben Dank. Für den absoluten Abschlusssatz. Wartet jetzt noch ein bisschen drauf. Wir machen nämlich jetzt musikalisch weiter. Und zwar haben wir...